Was geht ab, ihr Geistchen? Schön, dass ihr eingestellt habt zu 50 Fragen aus dem Game of Thrones Universe. Diesmal in der Kategorie leicht. Nicht sehr leicht. Nicht sehr leicht. Ich dachte, wir sind jetzt eine Stufe runtergegangen, weil letztes Mal zu krass war. Nope, andere Richtung. Ups. So, und fangen wir direkt an. Frage 1. Wie heißt der jüngste Sohn von Ned und Catelyn? Christian. Hier ist Catelyn, aber ich. Bran. Ah! Nee. Wer ist denn Catelyn? Ist das so ein Crossover? Catelyn? Wie heißt die denn, die Frau? Ich weiß es nicht. Sepp. Ich sag mal John. Du sagst mal John. Ach, ich sag mal nein. Vielleicht ist Catelyn ja die andere, mit der gebumst hat. Wer ist denn Catelyn? Ja, genau. Der hat mit gar keiner anderen gebumst. Rickard. Rickard? Nee. Das ist eine ganz andere Serie, Jay. Alter. Nee, das nicht. Peter, hab ich gerade was falsch gehabt? Ich komm grad nicht auf den Scheiß. Dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Die Frage ist geschlossen. Es wäre Rickon gewesen. Ach komm, ey! Stimmt. Rickon Stark. Das war Catelyn. Oh mein Gott. Frage 2. Wie heißt der Schattenwolf von Bran? Wie heißt? Silberfell. Komm, sag niemand? Gut. Dann 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Summer. Haben wir eigentlich letzte Runde. Alles gut. Peter ist cool. Natürlich. Okay. Peter ist cool? Was ist los, Peter? Alles gut. Wo war jetzt die Frage? Gibt keine. Achso. Frage 3. Mir reicht Vor- oder Nachname. Für beides zusammen gibt es trotzdem nur eine richtige, wenn ihr mir beides nennt. Wer köpfte Ned Stark? Sepp. Der Berg. Nee. Jay. Pine. Ilyan Payne. Pine, wie auch immer ausgesprochen. Ja. Wer war das denn nochmal? Der Typ, der Ned Stark köpft. Einen Namen? Ja, Berg hat einen Namen. Berg hat einen Namen, ja. Ja, das ist, dass er einen hat, aber ist der Berg, also ist Mountain auch ein Name von dem? Klar. Nee. Der wird ja Mountain genannt. Ja, eben. Also ich würde schon sagen, wenn dass man schon weiß, welch. Also der muss ja, du weißt doch wohl, wenn du The Mountain sagst, weißt du wohl, wer da gemeint ist, oder nicht? Ja, sicher. Ja, würde ich auch sagen. Okay, wir gehen weiter zu 4, ja? Jo. Mhm. Was ist auf dem Wappen der Lannisters zu sehen? Christian. Oh Mann! Löwe. Löwe. Frage 5. Welche der 7 Königslande regieren die Graufreuz? Och. Hey. Die eisernen Inseln. Das ist auch richtig. Das ist ja alles ganz leicht einfach bisher. Nice. Kommen wir zu der nächsten ganz leichten Frage. Wer bringt Davos Seaworth das Lesen bei? Oh, wie heiß. Shireen. Sowas. Ja, das ist halt die Tochter von dem Baratheon-Typen, der die Drachen-Dingens hat, da Drachenschuppen. Der Name war schon richtig. Shireen. Frage 7. Wie heißt Arias Tanzlehrer? Vor- oder Nachname reicht mir. Jay. Mhm. 3. Davos. Nee. Nee. Wie heißt der denn nochmal? Was nicht sowas Lateinamerikanisches? Puh, keine Ahnung. Roche! Wie hieß der denn nochmal? Roche, ja, dann drück doch und sag das. Ansonsten schließen wir die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen und es wäre Syrio Forel. Ja, sag ich doch. Der aus Bravos. Fuck. Klingt wie ein Fisch. Wow. Ja, eine Forelle vielleicht. Frage 8. Woher stammen die Targaryens ursprünglich? Woher stammen die Targaryens ursprünglich? Dann wird mal ganz. Wie genau willst du es denn haben? Das ist schon ziemlich detailliert. Das hat, also der Ort hat einen Namen. Der reicht mir halt. Valyrien.
Das ist mir nah genug dran. Das ist mir nah genug dran. Ich wollte erst Essos sagen, alten. Aber dann hätte ich mich wahrscheinlich mit dir gefetzt. Wie heißt es denn richtig? Das alte Valyrien. Oh, ja, das, ist doch, okay. das ist da, wo leider die, falsch. Wo Tyrion und ne, durch mit dem Boot da durch die Gegend fuhren und dann quasi der gebissen wurde. Das ist Alt-Valyrien gewesen. Ey, wenn du das sagst. Ja, hey. Frage 9. Wer backt? Ist back die Vergangenheitsform von? Ist es nicht backte? Bug. Wer backte? Bug. Ja, die Vergangenheitsform von backen auf jeden Fall. Wer backte Arya einen Wolf? Jay. Meat Pie. Ah, ich muss so kurz drüber nachdenken, aber der heißt, der heißt in Deutsch tatsächlich heiße Pastete. Ach, der heißt ja, in Deutsch heiße Pastete. Oh mein Gott. Ich die ganze Zeit den Englisch und Deutsch wechsle, ey, das macht mich kirre. Ja, das macht nichts, deswegen muss ich kurz nachgucken. Frage 10. Wie hast du gesagt? Graufreund oder so? Ja, Graufreund. Warum übersetzt man das? Graufreud. Greyjoy. Graufreud. Frage 10. Wer komponierte die Musik zur Fernsehserie? Oder wird er immer eingeblendet, ne? Schon leicht. Ist schon leicht, oder? Jay. Drei. Vivaldi. Bitte, was? Kannst du das nochmal wiederholen? Stradivari, meint er. Jetzt ist ein Wort, ein Buchstabe falsch. Vivaldi oder so heißt er. Nee, nicht mal close. Okay. Ja, Stradivari. Ganz Zimmer. Ja, nicht so. Der hieß so. Vivaldi, nee. Will Smith. Vivaldi ist der Zwerg in Witcher 3. Vivaldi ist doch eine Oper. Okay, niemand. Oder? Dann schließt die Frage. 3, 2, 1. Er heißt Ramin Djawadi. Vadi war richtig. Djawadi. D-J-A-W-A-D-Y. W-A-D-Y. Djawadi. Ich war nah dran. Frage 11. Not even close. Mit Stradivari war ich auch nicht. Ich war nah dran. I war drin. Also du warst näher dran als ich auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Welche beiden Farben hat das Wappen der Tyrells? Sepp. Grün und weiß. Das ist richtig schwer, keine Ahnung. Peter. Grün und Gold. Oh! Nein! Oh, es ist grün und Gold. Was war denn die Rose golden oder was? Was? Tyrells sind doch die Rosengarten-Typen. Genau, die Rose ist gülden und der drumherum ist grün. Ja. 12. Was schenkt Ned Stark Sansa in Königsmund? Einen Kuss. Nochmal bitte die Frage. Natürlich. Was schenkt Ned Stark Sansa in Königsmund? Ein letztes Lächeln, bevor der Kopf abgeschlagen wird. Ja, was schenkt er ihr denn? Scheiße. Kriegt die irgendwas? Das muss ja in Staffel 1 passiert sein. Ja. Was? Nee, schon lange Staffel her. 2 war das. Wobei, vielleicht ist er den anderen Peter. Ein Kleid. Nee. Na gut. Nee, kein Kleid. Ich zähl mal langsam mit der 5. Oh, ne, Sepp. Ein Kuss. Nee. 5, 4. Das ist der Vater, 3. oder? Ja, du darfst doch trotzdem dein Kind küssen. 2, 1. So Abschiedskuss. Frage ist geschlossen. Und so. Eine Puppe. Oh, eine Puppe. Was? Kann mich gar nicht dran erinnern. Das hat sie dann so links liegen gelassen, weil sie dachte, sie wäre schon erwachsener und dann war sie am Ende traurig. Ich glaube, so war das. Okay. Nee, was sich der Ersteller hier verzählt hat, gibt es eine Bonusfrage, also machen wir sogar 51. Yes. Als was bezeichnet Sandor Clegane Sansa Stark? Kommt. Peter. Als ein Vogel. Als ob was?
My little bird, ja. Also als oh, kleines yeah, bitte. Oh, als kleines Vögelchen. Oh, ne, ja. Vogel. Schon Vogel? Ja. 13. Fliegeding hätte auch gereicht, ja. Wie nennen die befreiten Sklaven Daenerys und was bedeutet es? Oh. Jay. Misa und Mutter. Was stark. Nice. Misa? Misa. Misa. M-H-Y-S-A. Das hatte ich gar nicht mehr so am Schirm, Alter. Misa Chacha Pinks. Okay, Frage 14. Wie heißt das Schwert von Ned Stark? Oh, kacke, das. Oh. Stefan. Na los, zieh doch, Stefan. 5, 4, 3, 2, 1. Frage geschlossen, es wäre Eis gewesen. Mm. 65. Wer ist am Anfang der Serie der erste Lord Kommandant der Nachtwache? Peter. Jaime Lannister? Ja. Was? Nee. Shit. Wie genau brauchst du das? Da steht ein Vor- und ein Nachname. Mir reicht einer von beiden. Mormont. Jay. Jorah. Nee, Jorah ist der Sohn. Ja, ach ja, der Vater. Jor, nur dann. Ja. Jor. Der hat sogar die geile Szene, wo er davor tritt und sagt, selbst in meinem Alter würde ich euch alle wegballern. Das ist der in dem Inzucht-Wildlings-Ding abgestochen wird. Ja, stimmt. Stimmt. Frage 16, nicht 66. Was sind alle Zwerge in den Augen ihrer Väter? Moment, sind wir jetzt bei Herr der Ringe? Sepp. Abschaum. Nee. Also vielleicht auch, aber... Chris. Zu klein. Ja. Richtig. Hallo? Ja. Also... Ja, also, Alle? Peter. Bastarde. Ah! Das ergibt nämlich Sinn. Oh nein! Ja, aber es ist okay. Ja, weil der mit Jon Snow redet. Und dann sagt Jon Snow, ich bin ein Bastard. Und dann sagt der Zwerg, ich hab den Namen gerade vergessen, Tyrion Lannister, in den Augen unserer Väter sind wir alle Bastard. Also sind Zwerge auch Bastard oder irgendwie sowas. Ja, krass, okay. 17. Wen wählten die Unbefleckten zu ihrem Anführer? Jay. Grauer Wurm. Der klingt auf Deutsch auch richtig geil. Hallo, ich bin Grauer Wurm. Na, es ist wer der Kommandant, ja. 18. Wer ist in der Serie der Anführer der Zweitgeborenen? What? Wer ist in der Serie der Anführer der Zweitgeborenen? Oh. Oh. Wer sind denn die Zweitgeborenen? Nichts. Oder Second Stefan, Sons. Wer weiß. Ja, genau, Second Sons. Ah, okay. Manchmal macht das so Sinn auf Englisch. Ich weiß immer noch nicht, wer die Second Sons sind. Aber wie heißt der Typ, Alter? Das würde ich gerne so wissen. War das nicht Jaqen H'ghar? Nee. Der ist doch der Typ, der immer wieder aufersteht. Ja, und ich dachte, der wäre das gewesen eine Zeit lang. Ach so, um nee. Um verdeckt zu sein. Okay. Ach, das ist nicht sexy. Dann machen wir 5, 4, 3, 2, 1. Es wäre Dario Naharis gewesen. Geil. Frage 19. Was ist die Muttersprache der Targaryens? Oder wie heißt die Muttersprache der Targaryens? Deutsch. Deutsch! Targaryenisch. Alter, keine Ahnung. Der Chris? Altvalyrisch. Nee. Ha! Oh, schade. Oh, smart. Oh mein Gott. Das ist leider nicht richtig. Das war smart. Schließ die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Drachenwort wahrscheinlich oder so. Hochvalyrisch. Oh mein Gott. Das ist... Frage 20. Was möchte Joffrey Sansa schenken? Jay. Kinder. War nicht schlecht. Ich dachte, das wäre so ein Spruch gewesen. So, ich schenke dir ganz viele Kinder, du hässliche Hure. Dann stütze ich sie auf. Den Kopf von Ned. Nee. Hab ich auch überlegt, aber das war zu früh.
Da war der noch nicht König, glaube ich, oder? Peter, ihr Leben. Ist es dann der Kopf von Brandon? Ne, nicht Brandon, von Wer ist denn dem Brandon? Anderen. Nicht Brandon, von dem anderen Stark. Rickard? Der abgeschlachtet wurde. Der voll großen noch, Bruder. Ach so. Ja. Wer darf noch? Sepp, glaube ich? Ich ne? darf Einer noch, mehr. Aber... Echt? Ach so, drei, ups. Zwei, eins, Frage geschlossen. Das wäre der Kopf von Robb Stark gewesen. Ah, Robb Stark! Ja, das sag ich doch. Ups. Was war im Kopf, ey? Frage 21. Wo beginnt die erste Folge der ersten Staffel? Chris. Ja, da außerhalb vom Unterfell, wo die dem Typen den Kopf abschlagen, oder? Außerhalb von Winterfell. Ja. Jay. Ach, komm schon. Jenseits der Mauer. Ach ja, stimmt. Die jagen ja zuerst. Frage 22. Wie heißt die verfluchte Burg in Westeros? Was ist die verfluchte Vielleicht Burg? Vielleicht frage ich mich gerade so auch. Luigi's Mansion. Hä? Ist das nicht da, wo die ganzen Drachenkinder untergebracht sind? Hier, die Drachenkrankheit haben. Nicht ja, keine Ahnung, Mann. Schließt die Frage 5, 4, 3, 2, 1. Es wäre Harrenhal gewesen. Ach ja. Ach, ist das die, die quasi schon so abgebrannte Türme hat, weil da die Drachen, die keiner haben will, so ein bisschen? Oh, das könnte weiß ich tatsächlich nicht. Sag mir gerade gar nichts. Das war nochmal Harrenhal. Die Burg, wo die Türme schon so geschmolzen sind, weil da mal die Drachen. Frag mich gerade, in welchem Land die sind. Westeros. Naja. Westeros. Ja, wow. Wir wiederholen uns, glaube ich, hier. 23. Wen spielt der Schauspieler, der auch Aquaman verkörperte in Game of Thrones? Jay. Die Kalassa. Warte. Die Khaleesi fickt. Ach, Peter. Karl Drogo. Karl Drogo. Wait, what? Was? Wen spielt der Schauspieler, der auch Aquaman verkörpert in Game of Thrones und wie heißt er? Oh, lol. Ich darf nicht nochmal drücken, ne? Das ist korrekt. Das ist schlecht. Wie heißt er denn? Ich weiß es! Mann! Christian. Das ist Jason Momoa, der spielt Kyle. Richtig. Das ist richtig. Nice. Tut mir leid, Peter. Ich hab dir die ganze Zeit bei diesem Axtwerfen-Video vom Kopf gehabt. Frage 24. Wer bewacht Braavos? Hä? Wer bewacht Braavos? Zu welchem Zeitpunkt? Eigentlich immer. Also während der Serie immer. Okay. Guck mal dich. Ich schließe die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Die freie Stadt Braavos wird natürlich verteidigt vom Titanen, einer riesigen Statue, die an der Schlucht zur Meerenge steht, im Hafen. Ja, hat er richtig krass verteidigt, als die Schiffe da ankamen. Frage 25. Wo wurde Daenerys geboren? Oh. Peter. Königsmund. Leider nein. Kurz überlegt, dann auch zu antworten. Aber ansonsten schließe ich auch diese Frage in 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen. Dann ist wohl geboren auf Dragonstone oder Drachenstein. Frage 26. Valar Morghulis? Christian. Valar Dohaeris. Frage 27. Welche Krankheit überlebte Shireen Baratheon oder Baratheon als Kind? Sepp. Die Drachenschuppenkrankheit? Wie heißt die denn nochmal? Der hatte eine Krankheit als Kind.
Jay. Drachenflechte. Ach, Drachenflechte. Was? Oh. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn das gezählt hätte. Ja. Das ist nicht. Hä, hey, was denn? Rikard und Rikorn waren auch sehr nah beieinander. Naja. Niemand? Dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Garins Fluch, im Original Grayscale oder Grauschuppen genannt. Grauschuppen. Grauschuppen hieß das. Frage 28. In welcher Rebellion wurden die Targaryens als Herrscher von Westeros abgesetzt? Boah, war das vierte oder fünfte? In der dritten. Nee. Hat mir schon mal einen Punkt gebracht. Ich muss alles tun, damit ich mal was Richtiges habe. Also ich nehme hier jeden Strohhalm, den ich raten kann. Okay, ich schließe die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Weiß geschlossen, in Robert's Rebellion. Ah. Wow, das war die Antwort? Ja. Oh Mann. Frage 29. Welcher seltene Himmelskörper ist am Ende der ersten Staffel bei ganz Westeros und Essos zu sehen? Stern über Bethlehem. Sepp. Ja, Polarstern. Nee. What? Wie nennen die das Ding denn? Das hat doch nie wieder einen großen Einfluss auf die ganze Geschichte gehabt, oder? Quatsch, als ob. Auch nicht in den Büchern? War bestimmt super wichtig. Glaub nicht. Ned Starks Kopf. Wie nennen die das? Ich probier's einfach mal. Sie nennen es bestimmt Drachenauge. Schade. Nee. What? Was meinst du denn? Also ich werde eh nicht. Ich hab, weiß nicht mal, was das ist. Keine Ahnung, sagt mir gerade gar nichts. Also schon. War bestimmt der Mond. Die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Es wäre der rote Komet oder im englischen Original Red Comet. Komet hat... What the... Okay, ich dachte, du bräuchtest dafür einen bestimmten Namen. Ja, aber der bestimmte Name ist Roter Komet. Okay. Ja. Ich gucke auch nebenbei immer im Wiki nach, ob das so alles richtig ist. Frage 30. Wie entdeckt Ned Stark, dass Cerseis Kinder Bastarde sind? Sepp. In einem Buch, wo die Vorfahren beschrieben sind. Was? Nee. Nee, Ned Stark ist halt ein Brain. Oh nein! Oh, stimmt! Jay! Oh. Der vergleicht die Haarfarbe und ja. Dass die alle blond sind? Kacke, das war das! Ja, aber er liest doch in dem Buch nach, dass tatsächlich alle immer... Das tut er danach, glaube ich. Ja, aber trotzdem... Um bestätigen macht er ja, genau. Das in dem Buch. Ja, finde ich jetzt schon, aber gut. Ja, also das ist jetzt auch nicht falsch. Kann man so oder so sehen. Ich gebe das weiter, was hier drin steht. Frage 31. Welche Rolle spielt Peter Dinklage? Peter. Tyrion Lannister. Das kommt richtig. Drauf an, in Star Wars? Das ist das Game of Thrones Quiz. Hätte ja trotzdem kommen können, weil es gab auch Aquaman. Frage 32. Welchen Namen tragen Bastarde aus Dorne? Chris. Sand. Was, Sand ist richtig? Schalke war mal ein Bastard. Gab doch mal Ebbe Sand. Nee, aber da haben wir in der letzten Quizfolge hat irgendwer gesagt, die hießen ja alle Schnee daraus und in dem anderen Land hießen die Sand. Ja, ist richtig. Frage 33. Mit wem führte Renly Baratheon eine heimliche Liebesbeziehung? Mit dem Ritter der Rose. So hieß, ja. Moment. Mit einem Tyrell. Der heißt Ritter, der war der Ritter der Rose. Und Mountain und Clegane zählt. Naja, Ritter der Rose ist schon wenn richtig. Wenn das ein Spitzname von ihm ist, klar. Habe ich gerade nachgeguckt, ob der auch so heißt. Der heißt Loras Tyrell. Nein, Loras, aber. Loras finde ich schon geschmackvoller. Passt auch besser. Frage 34. Welche Frau liebte Peter Baelish sein Leben lang?
Peter. Caitlin. Caitlin Stark ist richtig. 35. Was möchte Daenerys zerbrechen? Ist jetzt wieder philosophisch. Oh mein Gott. Jay. Die Ketten der Herrscher. Ja. Nee, das möchte sie nicht zerbrechen. Möchte sie nicht? Ich dachte, das ist auch so die Shackles of Slaves oder sowas. Game of Thrones. Oh nee. Da sitzt sie dort drauf. Ja, vielleicht will die den auch kaputt machen? Dann haben wir Chris. Die Ketten der Sklaven. Nee, auch nicht. Das Rad der Herrscher oder irgendwie sowas. Das könnte auch sein. Dieses immer wiederkehrende Herrscherrad. Einer darf noch. Nein, darf keiner mehr. Haben wir alle. Haben alle? Ich hab noch nicht. Ha. Peter, ach, Peter. Ja, Peter, dann drück mal schnell. Hab ich hier wieder die Antwort verraten. Das Peter. Rad der Herrscher. Das ist richtig. Oh Mann! Ich hatte nämlich noch nicht gedrückt, Jay. Scheiße. Frage 36. Bei welcher Festung zerstört der Nachtkönig die Mauer? Chris. Oh Mist. Ich wollte die Nachtfestung sagen, aber das stimmt nicht so ganz. Das war ja die andere, die davon entfernt ist. Okay, also hast du nichts, korrekt? Weiß ich nicht mehr. Okay. Nee. Also ja. Bei welcher Festung zerstört der Nachtkönig die Mauer? Night's Watch 2? Ja, echt? Night's Watch Reloaded. Ja. Sag mal, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen bei Ostwacht an der See. Wie hieß das auf Englisch? Hieß das nicht Watch's End oder? Nee, irgendwas mit End? Eastwatch so? Wahrscheinlich. Okay. End. Ich weiß Ostwach heißt im Original, also Ostwach, Ostwacht an der See End? Heißt im englischen Original Eastwatch by the Sea. Ah, okay. Hey! By the Sea End. Nice. Aber Ostwacht hätte mir gereicht. Mm. 37. Wie überwinden die Wiedergänger bei der Schlacht um Winterfell die Feuergräben? Peter. Mit Masse. Die laufen einfach drauf, bis es aus ist. Drüber können. Bis sie drüber können über sich selber. Bis über sich selber war schon ganz wichtig, ey. Angerettet. 38. Welchen Satz sagen Mitglieder der Nacht bei der Beerdigung von einem ihrer Brüder? Ach, Kacke. Chris. Also, den letzten? Also, and so the watch has ended oder so. Das ist richtig. Und jetzt ist seine Wache beendet. Frage 39. Was ist auf dem Banner der Boltons zu sehen? Peter. Da ist ein gehäuteter und, ja, Typ. Frage 40. Welches Tier ist auf dem Wappen der Graufreuz zu sehen? Peter. Oh. Da war ich zu schnell, aber ich würde sagen Krake. Ach, komm, ey. Das ist richtig. Frage 41. Wer spielt Sansa Stark und wen hat die Schauspielerin vor kurzem geheiratet? Chris. Wen hat die denn geheiratet? Oh Das musst du Trump sagen. Das ist das, was ich gerne wissen würde. Joffrey geheiratet. Keine Ahnung, wie die geheiratet hat, aber ich weiß, wie die heißt, aber ich weiß nicht, wie die geheiratet hat. Okay. Können zusammenarbeiten. Du weißt nicht, wie die heißt? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Muss nur an hier Silvester denken. Was? Die hat den gleichen Vornamen. Was? Oh, ist das ärgerlich. Oh, das ist so verschenkte Punkte. Den gleichen Vornamen, Jay. Oh. Dann schließt die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Es wäre Sophie Turner gewesen und sie hat Joe Jonas geheiratet. Genau. Joe Jonas. Das ist geil, wenn der Jonas heißen würde. Dann wäre viel besser. Oh Mann, ey. Von den Jonas Brothers. Sophie Turner, ist das peinlich. Von den Jonas Brothers. Joe Jonas. 42. Wie heißt die Hauptstadt von Westeros? Sepp. Königsmund. Das ist richtig. Ja! Frage 43. Was baut Sansa Stark am Hof ihrer Tante aus Schnee?
Was baut Sansa Stark am Hof ihrer Tante aus Schnee? Großen, Pimmel. Weißen... Ja, ich nehme einfach Peter. Mal der Obvious, ein Schneemann. Nee. Schade. Überhaupt Pimmel, kein Peter. Schneemann. Ein riesen, weißen... Okay. Was baut man denn so aus Schnee? Hä? Schließe ich die Frage in 5, 4, kann mich ja gar vier, nicht dran erinnern. 3, 2, 1. Menge sein. Frage ist geschlossen und sie baut Winterfell. Oh, das war eine meiner Antworten. Fucking hell. Drück doch. Ja, aber dafür nur einmal antworten. Ja, reicht ja. So. Frage dann dementsprechend 44. Wie wird Davos Seaworth, Seewert heißt im Deutschen echt krass, Davos Seewert noch genannt? Peter. Zwiebelritter. Das ist der Zwiebelritter. Stimmt. Ha? Hm. 45, mein Gott. Wessen Nachname ist Sturm? Gibt's nur einen? Wessen Nachname ist Sturm? Jay. Daenerys. Der Sturmtochter. Hä? Ist die nicht Stormborn? Ist die nicht Stormwind? Stormwind. Nee, das ist die Stadt aus WoW-Kinders. Achso. Wieso habe ich denn auch Sturmwind im Kopf? Okay, ich schließe die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Daenerys Targaryen, das war der volle Name, wird auch Daenerys Sturmtochter genannt. Ja, aber... Oh mein Gott, deswegen ist es Rhaegar. Sturm werden alle Bastarde aus dem Sturmlanden genannt. What? Was? Sind die Sturmlande? Ja, sicherlich. Wo kommen die denn noch denn her? Also, was ist denn das? Die Sturmlande entered the game, Junge. Und die Sturmlande ist eine Region der Sieben Königslande auf dem Kontinent Westeros. Liegt an der Südküste natürlich. Des Kontinents, an den Ufern der Meerenge südlich von Kronland und nördlich von Dorn. Nee. Ah ja. Die Sturmlande wurden von dem Haus Baratheon beherrscht. Ah lol. Mhm. Aber tun kennt man so viele. Ja. Ups. Schade. Naja, hätte ja Daenerys sein können. Frage 46. Wer tötete... Mufasa. Oh Gott. Wie heißt der? Myrcella? Scar. Myrcella? Nenne ich sie Baratheon. Wer tötete Myrcella Baratheon? Oh Gott. Das war schon eine Teamarbeit, würde ich sagen. Jay. Sand. Das reicht mir nicht. Ilaria Sand. Das reicht mir. Okay. Okay. Frage 47. Wo sieht Tyrion Lannister zum ersten Mal einen Drachen? Oh. Wo sieht Tyrion Lannister zum ersten Mal einen Drachen? Sepp. Sieht er nicht einen toten Drachen unten in den Katakomben von Königsmund? Aber er wollte einen lebenden haben. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, einen lebenden. Wer denn der Tote überhaupt in Königsmund? Ja. Der ist doch unter dem Thronsaal, ist ja da drunter. Da liegen nur die Knochen. Ja, da liegt kein Drache halt. Da liegt nur ein Skelett von einem Drachen. Ja, aber das ist doch ein Drache. Nee, ein Skelett von einem T-Rex ist doch kein Skelett. Wenn du ein Skelett nehmen würdest, würdest du sagen, da, guck mal, da steht ein Mensch. Aber haben die nicht im Winterfell auch so einen Kopf oder sowas? Ja, aber er würde ja als erstes dann das im Königsmund sehen, selbst wenn wir im Winterfell sowas auch haben. Wo sieht Tyrion Lannister zum ersten Mal einen Drachen? Hier ist die Frage 5. 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Über den Ruinen des alten Valyria. Ah! Oh ja, stimmt. Hätte man wissen können, absolutes spät. Basiswissen. Ja klar, als sie das besucht haben. Ja. Frage 48. 3 Fragen noch. Welcher Gegenstand stand in der 8. Staffel auf einem Tisch, der dort eigentlich nicht Peter? Kaffeebecher von Starbucks. Nice. Hingehört. Alter, okay. Frage 49. Welche zwei Schauspieler, die auch in der Serie eine Beziehung führen, haben geheiratet?
Oh, Kacke. Keine Ahnung, wie die heißen. Willst du jetzt die Namen nennen? Was willst du jetzt hören? Wie die welche Schauspieler? Die Schauspieler heißen oder welche Rolle die verkörpern. Nee, die Schauspieler. Krass. Christian. Oh, letztes Mal schon über Kit Harington und Rose Leslie. Richtig. Stark. Stark. Das ist und stark. Die letzte Frage. Wie heißt die Schauspielerin von Daenerys Targaryen? Hier ist die Schauspielerin von Daenerys J. Emilia Stark. Ach ja. Emilia Stark? Wie ist die nicht Emilia? Emilia Clark! Clark! Scheiße, ist ja Clark, nicht Stark! Oh Mann! Aber es reicht trotzdem mit einem Punkt Vorsprung gewinnt, Jay. Emilia Clark hieß sie. Emilia Stark! Ich war echt so, Moment, hä? Ich hab auch erst gedacht, das ist toll. Oh, so viel, nein! Ja, genau. Ja, dann gewinnt Jay. Lustig. Bedankt fürs Zuschauen und bis nächste Woche oder so zur nächsten Folge von 50 Fragen bei Game of Thrones. Tschüss. Ciao. Tschüss.